Bei dem Versuch ist natürlich auch super spannend, dass man genau sehen kann, wo ist dann die kritische Stelle. Im ersten Schritt könnte man berechnen und dann könnte man es experimentell nachweisen. Und irgendwann wird es eine Stelle geben, wo dieses Gecko-Tape dann halt von der Kontaktfläche zu klein ist und dadurch halt diese Haftkraft, die aufgebracht wird, nicht ausreicht, um die Gewichtskraft auszugleichen. Man kann halt auch für technische Fragestellungen natürlich dann auch, wir wissen, das soll so und so viel wiegen, kann man natürlich dementsprechend explizit die Fläche bestimmen, die man braucht, um das sicher zu transportieren.